guten Tag miteinander. Ich darf Sie im Namen vom USZ als Gastherrin darf ich Sie da begrüßen. Hausherrin, wir haben Gäste, den Herrn Regierungsrat Heiniger und den Herrn Regierungsrat Kegel. Sind eigentlich nicht Gäste, sondern sind Besitzer von unserem Haus. Und wir haben Erfreuliches Ihnen mitzuteilen heute, indem wir einen Start machen für die Gesamterneuerung vom Universitätsspital. Wir werden ein Eingabe machen, ein Baugesuch für einen ersten Schritt, und zwar einen Modulbau und eine Technikzentrale. Ich möchte Ihnen im Folgenden die Ausgangslage und den Handlungsbedarf, den wir haben, erläutern, eine Planung vom Modulbau erklären und dann noch zu der Technikzentrale etwas sagen. Der Herr Regierungsrat Heiniger wird die Bedeutung von der strategischen Entwicklungsplanung für Stadt und Kanton Zürich erläutern. Das ist ja der Startschuss, den wir heute auch geben für unsere Gesamterneuerung am USZ. Und ich bin natürlich äußerst dankbar, dass sich die infrastrukturellen Voraussetzungen für unsere Aktivitäten können verbessern können, schon in unmittelbarer Zukunft. Und der Herr Regierungsrat Kegi wird dann noch über Voraussetzungen, die wir müssen schaffen für die Gesamterneuerungen, berichten, nämlich die denkmalpflegerischen Abklärungen, planungsbaurechtliche Verfahren und schließlich auch noch die gesamte Gebietsplanung im Hochschulquartier. Die Ausgangslage, die sich heute uns präsentiert, ist getrieben von einer Faktenlage, und zwar von einer dringenden Angelegenheit. Wir haben ein Gutachten vom Hochbauamt über den Zustand des Gebäudes Nuck, wo da genau ist, würde ich Ihnen nachher dann noch zeigen. Und das Gutachten sagt, dass mir der Brandwiderstand nicht mehr den heutigen Vorschriften entspricht und dass die Gebäudeschliessung absehbar ist. Also es ist dringend etwas zu ändern. Wir haben versucht, natürlich alle Massnahmen zu ergreifen, in dem Gebäude innen etwas zu machen. Aber das ist eigentlich fast nicht möglich. Es hat nämlich einen Grund. Wir haben mal im 92 eine Asbestsanierung vorgenommen von dem Gebäude. Und aus heutiger Sicht hat es darum jetzt einen ungenügenden Brandschutz. Jetzt sind Massnahmen nötig, um den Brandschutz in diesen Gebäudeteilen natürlich einzuhalten. Und in diesen Gebäudeteilen haben wir Nuklearmedizin, die Klinik für Radioonkologie und Palliativcare. Die sind im Nuk, in den Gebäudetrakt Nuk 1 und 2. Jetzt haben wir aber aufgrund von dem Asbestvorkommen ein striktes Veränderungsverbot, sodass wir eigentlich unsere Hände gebunden sind und wir in dem Gebäude gar nichts mehr verändern können, sprich auch verbessern. Gebäudeteil Nuk 3, wo dann noch das Ganze macht, ist in sich sanierungsbedürftig. Und wir haben dort eine kritische Betriebsstelle, nämlich Intensivstation für Brandverletzte, wo wir einen nationalen Leistungsauftrag haben. Und der ist an sich sanierungsbedürftig und genügt auch den heutigen betrieblichen Anforderungen in keiner Art und Weise mehr. Sie sehen jetzt hier die Lage vom Nuk 1 bis 3. Das ist, wenn Sie also von der Remistrasse aufgehen, Richtung Notfall, zur rechten Hand, haben Sie hier das rote Teil und hier ist der Westen und da oben ist der Notfall. Das ist also der Gebäudeteil, wo jetzt unmittelbar zur Diskussion steht. Wir haben selbstverständlich Massnahmen getroffen, um das Gebäude noch so weit zu erhalten oder den Betrieb zu gewährleisten, dort drin für die Sicherheit, damit wir die Übergangszeit, bis wir einen Ersatz haben für die Fläche, können sichern, und zwar mittels technischer Massnahmen. Also da gehören dazu Brandmelder, Blinklichter, Signal. Hörner, und wenn es für den Fall, dass mal irgendwo ein Rauchsignal aufgehen sollte. Und dann natürlich auch betriebliche Massnahmen. Wir haben also ein neues Evakuationskonzept gemacht. Das wird auch beübt regelmäßig. Und wir werden Patienten, die nicht mobil sind und in dem Gebäude eigentlich vorgesehen sind zu behandeln, die werden wir müssen verlegen in ein anderes Gebäude hinein. Und die Massnahmen, die werden im Mai von dem Jahr abgeschlossen sein.
Bis dann haben wir auch im Einsatz Evakuationshelfer, dass uns da ja nichts passiert. Der Handlungsbedarf ist also Ersatzbau, Ersatzfläche für den NUK 1 bis 3 und natürlich in dem Sinne dann auch für später noch Rostschadenfläche. Die Übergangsmaßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, sind keine dauerhafte Lösung. Mit denen können wir nicht lang leben. Und die Gebäudeteile NUK 1 bis 3 die genügen einfach den betrieblichen Anforderungen nicht. Es geht um Statik, es geht um die Struktur des Gebäudes, Geschosshöhen, wo man keine Geräte mehr fast reinbringt und schließlich auch noch Technik, die in diesem Gebäude nicht mehr untergebracht werden kann. Das koppelt mit einem Veränderungsverbot infolge von dem Asbestvorkommen, sagt uns eigentlich, dass wir jetzt einen Ersatzbau haben müssen für das NUK 1 bis 3. Und bis wir das haben, müssen wir Rostschadenflächen haben. Wir haben keine Raum mehr, um diese vielen tausend Quadratmeter, wir reden da etwa von 10'000, irgendwo unterzubringen. Jetzt die Lösung, die wir erarbeitet haben, ist das Provisorium Modulbau als Rostschadenfläche. Sie sehen den jetzt auch wieder rot im Gelände rein, da. Also, der Teil würde ersetzt durch ein Provisorium im Park, wo neben der zweite, das bereits bestehende Süd würde stehen kommen. Was ist jetzt da? Also, so, jetzt. Warum dort? Das war die grosse Frage. Wir haben x Varianten geprüft. Wir haben seit einem Jahr machen wir uns Überlegungen, wie wir das Problem hier oben lösen können. Wir müssen aufgrund der Inhalte, der medizinischen Inhalte, die wir abdecken müssen, eine zwingende Nähe haben zum Helikopterlandeplatz. Wir müssen Nähe haben zu den Operationsbereichen. Und natürlich auch zum Notfall und nicht zuletzt auch zum MR-Zentrum. Und alles findet Sie da aufgezeigt. Der Notfall ist da oben, der Helikopterlandeplatz ist da. Da hinten haben Sie blau die Operationszelle und möglichst kurze Weg zu dem Modulbau, wo auch dort steht, weil er in Zukunft uns in keiner Art und Weise wird die grossen Neubauten behindern auf dem Areal. Wenn wir über das Areal schauen, dann muss man immer sagen, ja, und wenn wir jetzt denn da bauen müssen, was passiert denn? Dann können wir es also nicht dort herstellen. Und das ist eigentlich der einzige Ort, wo uns geblieben ist, wo wir sowohl die medizinischen Abläufe können gewährleisten können, wie auch die Weiterentwicklung des ganzen Spitals nicht gestört wird. Wir werden dort eine kritische Betriebsstelle beherbergen. Also es ist ein Flächenersatz, es ist inhaltlich nicht ganz das Gleiche, was in dem Modulbau reinkommt, damit eben wir den Leistungsauftrag gewährleisten können, jetzt und auch während der grossen Bauphase, die wir dann haben, wenn wir in SEP gehen. Also in die strategische Entwicklungsplanung, wenn wir das realisieren. Sie sehen, was wir planen. Intensivstationen, die sind aktuell in einem ziemlich desolaten Zustand. Und wir möchten gerne im Modulbau die kritischen Betriebsstellen, nämlich 3 Intensivstationen, also solche Sachen, die hoch installiert sind, die für Unfallchirurgie, die für die Brandverletzten und viszeral Thorax- und Transplantationschirurgie, die Intensivstationen würden in dem Modulbau untergebracht. Ferner auch die Stammzelltransplantation, die spezielle technische Voraussetzungen braucht, um die Patienten zu beherbergen. Und schließlich unten noch die chirurgische Poliklinik, die heute im Modulbau angesiedelt ist. Im NUK angesiedelt ist. Sie sehen hier oben rechts, wie es etwa aussieht bei uns. Da kommt einmal gelegentlich das Wasser rein. Sie sehen beengte Verhältnisse räumlich da und Sie sehen, wie die Infrastruktur von unseren Hüllen einfach nicht mehr aufgenommen werden kann. Es ist relativ dringlich, Sie haben es gehört, die haben es gesagt, dass die Gebäudeschliessung uns droht. Und wenn das könnte passieren und wir keinen Ersatz haben, dann sind wir massiv in zentralen Leistungen, die wir erbringen, sind wir behindert. Wir haben
darum geplant, dass wir die Bauzeit so schnell wie möglich hinter uns bringen, also dass das neue Gebäude so schnell wie möglich parat steht. Und zwar werden wir den Modulbau vorfertigen lassen. Wir werden unterirdisch eine konventionelle Baustelle haben für die Technikzentrale, die neu, auf die komme ich auch noch zurück. Und parallel dazu würden dann die Module vorgefertigt im Werk und können gerade, wenn die Technikzentrale fertig steht, aufgebaut werden auf das Gebäude. So rechnen wir, dass wir dann etwa in 2 bis 3 Jahren den Modulbau, wenn alles gut geht, könnten in Betrieb nehmen. Ich habe es angetönt, unten an dem Modulbau unterirdisch, was man nicht sieht, sollen neue Technikzentralen hineinkommen. Wir haben heute die Situation, dass die Haustechnik in der Kernzone an Kapazitätsgrenzen stößt. Also wenn bei uns neue Geräte kommen, die mehr Energie brauchen, wenn es alt ist, dann wird es bereits kritisch. Und die Haustechnik ist zusätzlich aber auch noch am Ende des Lebenszyklus, wo halt so eine technische Installation hat. Der Standort ist auch dort, weil wir haben dort einen Knotenpunkt im Haus, ganz einen entscheidenden, und die Energiezentrale kann man dort haustechnisch dann anschliessen. Man könnte die ganze Kernzone anbinden und natürlich auch den Modulbau sowie den Ersatzbau NUK, der natürlich später kommen muss. Und es gibt dann keine Veränderung im denkmalgeschützten Park, das ist also unterirdisch. Und im Gegensatz zum Modulbau ist die Technikzentrale eine dauerhafte Lösung. Die Kosten von dem Vorhaben belaufen sich in etwa auf, bis jetzt auf 90 Millionen. Der Modulbau würde ca. 52 Millionen ausmachen, ohne Medizintechnik und Ausstattung. Die Technikzentrale geht in die Grössenordnung von 37 Millionen. Und ich möchte Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass das eine Grobkostenschätzung ist, die immer ein Range hat von Plus, Minus. Und die Details, die werden jetzt nochmal verifiziert und bearbeitet, sodass wir dann gegen den Spätsommer eine definitive, feine Kostenrechnung haben, wo wir sehen, wie teuer das es dann kommt in dem Rahmen rein. Die Kosten sind gebunden, wir bauen den Ersatz. Wir haben nicht irgendwie eine Zusatzfläche. Es ist ziemlich 1:1 die Fläche, die wir bauen. Und darum werden wir auch nicht wahnsinnig viel Platz in dem Sinn gewinnen, aber wir werden bessere Voraussetzungen für kritische Betriebsstellen können, gewährleisten. Wir haben folgendes Vorgehen weiter geplant. Anfang April haben wir jetzt das Baugesuch wird eingegeben. Für den Modulbau und Technikzentrale. Ich möchte an dieser Stelle am Hochbauamt ganz herzlich danken, weil das war eine Planung, die in einem sportlichen, sehr, sehr sportlichen Zeitrahmen auf die Beine gestellt worden ist und eingegeben worden ist. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil wir befinden uns wirklich nicht in einer komfortablen Situation aktuell. Die Erstellung des Modulbaus sollte dann im Frühling 2013 können anfangen. Also man will zuerst natürlich mit den Technikzentralen anfangen. Die Voraussetzungen sind dann die rechtskräftigen Baubewilligungen. Wir planen auf dieser Basis im Frühling 2015 den Bezug von dem Modulbau. Planung, Ersatzneubau, NUK für das rote Gebäude, das wir ja abbrechen müssen dort, werden wir im Verlauf vom Sommer 2013 aufnehmen und dort den Unterbruch machen wir, weil wir uns an den weiteren Erkenntnissen, die uns die strategische Entwicklungsplanung gibt, an dem möchten wir uns gerne ausrichten und die Resultate werden wir in diesem Zeitraum dann etwa können, grob einschätzen und dann werden wir können auch eine Planungssicherheit für den Ersatzbau NUK haben. Und parallel dazu werden wir eben die Planung, Realisierung von dieser strategischen Entwicklungsplanung, die wir ja schon letzten November angekündigt haben, natürlich laufend fortsetzen. Es ist darum heute für uns
nebst den dringlichen Anliegen, die wir haben, auch wirklich einen erfreulichen Tag, weil es ist eine Art ein Startschuss für eine Zukunft da oben, wo wir während 2 Jahre lang uns gut überlegt haben, ob wir da oben weiter sein wollen oder ob wir aus der Stadt rausziehen wollen, von den Voraussetzungen her. Wir haben uns entschieden, hier oben zu bleiben und ich bin natürlich außerordentlich froh, dass wir so schnell jetzt den ersten Schritt machen können für die Verbesserung unserer Situation. Danke vielmals. Hier sehen Sie noch visualisiert, wie denn so etwas könnte aussehen. Ich darf Sie auch noch auf das Modell aufmerksam machen, hier vorne, wo der Modulbau auch als Klötzchen nochmal dargestellt ist, was Sie dann noch vielleicht ein Bild nehmen von dem Vorhaben. Besten Dank, dann darf ich jetzt Herr Regierungsrat Heinig das Wort übergeben. Bitte. Besten Dank, geschätzte Damen und Herren. Frau Ziegler hat Ihnen jetzt im Wesentlichen aus der Sicht vom Spitalbetrieb die heutige bauliche, aber auch die heutige betriebliche Situation und die Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen, geschildert. Vor denen eben das USZ in den nächsten Jahren steht und hat aber auch schon Antönungen gemacht, natürlich in welchem Gesamtzusammenhang dass das Ihnen steht. Und ich möchte Ihnen aus Sicht des Kantons nochmal das Projekt jetzt in einen grösseren Zusammenhang hineinstellen. Ihnen, viele von Ihnen kennen den Zusammenhang, aber den auch nochmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es richtig wichtig, dass man die Situation für Zürich, wo das USZ drin steht, immer wieder vor Augen hat. Die universitäre Medizin, die schaut ja in Zürich auf eine lange und auch auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Es ist darum auch das erklärte Ziel vom Regierungsrat, den Lehr- und den Forschungsstandort Zürich auch in Zukunft zu erhalten und noch weiter zu stärken eben auch. Das gilt natürlich in besonderem Maß für die universitäre Medizin, weil der Standort Zürich gerade in diesem Bereich ein grosses Potenzial hat. Das Potenzial darum, wie Sie da, wo sie sind, in dem Umfeld, in enger Nachbarschaft, auf der einen Seite die Universität mit der medizinischen Fakultät haben, neben dem USZ, die ETH Zürich haben, wo seit dem Jahr jetzt auch ein neues Departement eben, Gesundheitswissenschaften und Technik, betreibt und in die entsprechende Forschungsinfrastruktur auch will investieren. In der engen Nachbarschaft auch das USZ und weitere führende eben universitäre Spitäler, wie das Kinderspital, die Uniklinik Balgrist, PUC, KJPD, stehen. Und schließlich auch, und das ist ganz wichtig, auch private Unternehmen, das ist noch nicht weiter, private Unternehmen im Bereich von der Medizintechnik eben, einige davon als Spin-offs von der Hochschule stehen. Und die besondere Situation, in der Zürich darin steht, die Sie kennen, das mir aber wichtig ist, dass ich sie auch so einmal aufzeigen kann, die bringt entscheidende Vorteile, wie sich die moderne Medizin immer mehr und mehr mit anderen Disziplinen eben auch, wie der Medizintechnik, der Molekularbiologie, der Biochemie usw. so verbindet und will der Schlüssel zum Erfolg, da bin ich überzeugt, in der raschen Übertragung besteht von Forschungserkenntnis in die medizinische Praxis, in klinische Alter. In der Zeit ist da ein ganz wesentlicher Teil. Und um das Potenzial zu nutzen, hat der Regierungsrat erstens Projekt zur Verbesserung von der strategischen Steuerung von der universitären Medizin initiiert. Das ist das Projekt Universitäre Medizin. Insbesondere hat er aber auch vor dem Hintergrund vor allem von der veralteten baulichen Substanz und Zustand vom USZ und der räumlich und baurechtlich, weitgehend blockierten Entwicklungsmöglichkeiten Ende 2010 umfassende strategische Entwicklungsplanung eben für das USZ und für die medizinbezogenen Bereiche der Universität Zürich in Auftrag gegeben. Und das ist das Projekt, das mit dem SEP umschrieben wird. Und in diesem Projekt sind alle betroffenen Institutionen eingebunden, Baudirektion, Bildungsdirektion, Gesundheitsdirektion, das USZ, UZH, ETH, auch die Stadt Zürich, Sie mögen sich erinnern, wo wir den Start eigentlich kommunizieren.
Aufgrund des Flächenbedarfs, der ermittelt worden ist für das USZ und für die medizinbezogenen Teile von der Uni, sind verschiedene Testplanungen sowohl auf dem heutigen USZ-Areal als auch anderweitig auf der grünen Wiese durchgeführt werden. Es hat sich herausgestellt, dass eine Weiterentwicklung vom USZ eben und den medizinbezogenen Bereich von der Universität am heutigen Hochschulstandort Zürich, im Zentrum von Zürich, die beste Lösung ist. Frau Ziegler hat bereits auf das hingewiesen. Der Entscheid hat seinerzeit ein gewisses Erstaunen ausgelöst angesichts von der Ausgangslage, die man auf den ersten Blick hat. Es ist natürlich so, ich will das gar nicht verheimlichen, dass einige baurechtliche Voraussetzungen da am Standort im Zentrum für eine umfassende Erneuerung vom USZ am bisherigen Standort noch müssen geschaffen werden. Das ist so. Im Gegensatz zum Alternativstandort, aber außerhalb der Stadt Zürich, wo notabene auch noch zuerst hätte müssen gefunden werden, erworben werden und erschlossen werden, hat der heutige Standort ganz entscheidende Vorteile. In erster Linie, und ich will das immer wieder betonen, darum auch jetzt, bietet der enge räumliche Bezug zur Universität und zu der ETH bleibt so bestehen, sodass die weiteren guten Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit eben zwischen der klinischen Versorgung auf der einen Seite und Lehre und Forschung auf der anderen Seite und für die interdisziplinäre Entwicklung von der Medizin bestehen. Und gleichzeitig bleibt auch das USZ nahe bei den Patienten, für die Staats schließlich auch, und kann seine Versorgungsleistungen da eben für einen grossen Teil der Zürcher Bevölkerung weiterhin gut erbringen. Das heutige Areal, da wo sie sind, ist bei einer zweckmässigen Nutzung genügend gross, um den voraussehbaren Flächenbedarf eben auch abzudecken. Das neue USZ kann umfassend geplant werden, die Erneuerung aber etappenweise umgesetzt werden. Das ist ein weiterer Vorteil, wenn man es da macht, ohne dass der Betrieb eben auseinandergerissen würde, was der Fall wäre, wenn es an einem neuen Standort wäre. Das heisst, eine erste Bauetappe kann eben gerade nach Fertigstellung auch dann in Betrieb genommen werden. Das bringt zweifellos einen unmittelbaren betrieblichen Nutzen für das USZ. Das ermöglicht aber auch quasi eine rasche Refinanzierung, indem durch den Nutzen von der neuen Infrastruktur eben auch die Mittel erwirtschaftet werden können, um diese Infrastruktur zu zahlen. Und das vermindert den Aufwand für die Aufrechterhaltung von der Betriebstauglichkeit in den alten Gebäuden. Der heutige Standort ist an sich gut erschlossen. Die Vorteile vom Standort Hochschulgebiet Zürich Zentrum sind der Grund dafür, dass alle betroffenen Institutionen, ich betone es, alle inklusive der Stadt Zürich, den Entscheid, den der Regierungsrat gefällt hat, begrüßen, mittragen und an der Umsetzung jetzt auch arbeiten. Und damit hat USZ eine positive, eine langfristige medizinische, betriebliche und wirtschaftliche Perspektive. Und alle diese drei Bereiche sind wichtig, die mit der Umsetzung von der ersten Etappe vergleichsweise rasch in absehbarer Zeit auch spürbar wird. So schön und so einfach, dass das geschildert wird, so hoch sind die Anforderungen, die Gesamterneuerung vom USZ und von den medizinbezogenen Bereichen der Universität aber eben auch mit sich bringen. So muss in erster Linie die neue Infrastruktur einen zeitgemäßen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Die betrieblichen Mängel von der heutigen Infrastruktur müssen mit diesen Neubauten zwingend beseitigt werden. Wäre das nicht der Fall, hat das USZ im künftigen Qualitäts- und Preiskampf keine Chancen oder grosse Nachteile gegenüber anderen Spitälern, die mit zusätzlichen aufwendigen Daten müssten wettgemacht werden. Langfristiges Ziel ist es, dass nach einer intensiven Erneuerungsphase wieder letztlich in sich stimmige, ich sage das wirklich aus Überzeugung, in sich stimmige Spitalanlage zu haben, dass sie so dasteht, wo die Bedürfnisse der Patientinnen, von den Patienten, aber auch vom Personal und schließlich wichtig auch von der Bevölkerung, vom Umfeld, da gerecht wird,
die Ansprüche, die Anforderungen von Lehre und Forschung selbstverständlich nicht außer Acht lassen. Und weil mir, jedenfalls ich kann es nicht und Ihnen würde es bestimmt auch schwerfallen, weil wir nicht über Jahrzehnte quasi in Zukunft schauen können, genau wissen, was auf uns zukommt, muss für eine nachhaltig optimale Spital- und Forschungseinrichtung da, ja, dass sie gewährleistet ist, eine neue Infrastruktur gebaut werden, die flexibel plant und flexibel gebaut ist. Die Flexibilität, die zeitlich nachher auch wieder rasche neue Entscheidungen und Entwicklungen zulässt, ist wichtig. Neue technische, neue medizinische, neue versorgungsrelevante Entwicklungen, auf die muss können reagiert werden. Und der letzte Punkt für eine weitere Entwicklung von einer starken universitären Medizin, die wir in Zürich wollen, damit die gewährleistet ist, muss die Infrastruktur eben auch Zusammenfassung von medizinischen Themengebieten ermöglichen. Es ist darum eine der wichtigsten Anforderungen, meine Damen und Herren, an die Umsetzung von dem Standortentscheid, dass die zukunftsfähigen rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo genau der Handlungsspielraum, der nötig ist, für die künftige Weiterentwicklung vom Spital und vom Forschungsbetrieb eben auch offen lässt. Dabei, und das ist wichtig, müssen die Interessen an einer gut funktionierenden Gesundheitsversorgung und eine Weiterentwicklung Medizin immer auch wieder gegen andere öffentliche Interessen, wie beispielsweise denkmalpflegerische, städtebauliche Aspekte, abgewogen werden. Es sind alles öffentliche Interessen in diesem Zusammenhang. Letztlich aber müssen wir dafür sorgen, dass sich das USZ in 20 Jahren nicht gleich wie heute eben in einer starren Situation ohne Entwicklungsfreiraum befindet. Und aus dem Grund wird eine rasche Klärung bzw. Öffnung vom Planungs- und baurechtlichen Handlungsspielraum da eine ganz hohe Bedeutung zukommen. Sie werden dazu mehr von meinem Kollegen Markus Kegi auch noch hören. Die Erneuerung vom USZ am heutigen Standort da, wie ihren Investitionsbedarf, die Zahlen kennen Sie, von rund 2,8 Milliarden Franken mit sich bringen. Es kommt der Aufwand für die Aufrechterhaltung von der Betriebstauglichkeit vorübergehend noch genutzten Liegenschaften zu. Das macht rund während der gesamten Umsetzungsdauer rund 600 bis 700 Millionen Franken auch noch aus. Diesen Zahlen gegenüberstellen, diesen rund 3,5 Milliarden, ist das allein die Aufrechterhaltung vom jetzigen absolut unbefriedigenden Zustand, wie er da steht, im gleichen Zeitraum auch Investitionen von 1,5 bis 2 Milliarden Franken würde erfordern. Ein Teil von diesen Infrastrukturkosten für das Volumen wird als Forschungsinfrastruktur zu finanzieren sein. Der Löwenanteil natürlich von dem Volumen geht aber zulasten von der klinischen Versorgung vom USZ. Das bedeutet, dass die Investitionen, Sie kennen das heutige System, DRG, aus dem Spitalbetrieb muss refinanziert werden. Eine erste Schätzung von der finanziellen Tragbarkeit von dieser Gesamterneuerung hat gezeigt, dass die Investitionsfinanzierung anspruchsvoll ist. Das ist sie. Aber auf Grundlage von einem jährlichen USZ-Umsatz von rund 1,1 Milliarden Franken heute auch machbar ist. Voraussetzung aber wird, dass das machbar tatsächlich auch gilt, dass man sich bei der weiteren Projektierung, Projektphase immer unter Berücksichtigung von der Ertragskraft von dem Spital auf das Notwendige wird konzentrieren. Und schließlich ist nicht nur Konzentration aufs Wesentliche, sondern auch das Umdenken, das nötig wird sein, indem wir kein Spitalgebäude für die Ewigkeit mehr werden anstellen. Ich habe gesagt, Flexibilität, zeitliche Raschheit ist wichtig, sondern betrieblich zweckmäßige und flexible Bauten müssen konzipieren da. All die detaillierten Analysen und Planung von dieser Investitionsfinanzierung wird eine von der wichtigen Fragestellungen jetzt auch in der nächsten Projektphase sein. Lassen Sie mich jetzt noch einen Blick aufs weitere Vorgehen rühren, auch von meiner Seite. Mit dem Standortentscheid da, Zentrum Zürich, hat der Regierungsrat die Grundlage für die weitere Planung gelegt. Die doch relativ frühe, klare Weichenstellung ist notwendig gewesen,
wie ich es vorhabe, jetzt über einen Zeitraum von rund 20 Jahren wird in Anspruch nehmen und dauern wird. Der Umfang und die Komplexität des Vorhabens machen es nötig, dass eine besondere Projektorganisation auch aufgebaut wird. Die wird jetzt geplant. Das ist zurzeit in Arbeit. Es müssen prioritär jetzt Grundlagen für die Abwägung der verschiedenen öffentlichen Interessen, die ich ein paar davon genannt habe, erarbeitet und die planungsbaurechtlichen Fragen geklärt werden. Dazu auch werden Sie gerade jetzt dann den Kollegen Markus Kegi noch hören und schließlich, hat er auch gesagt, werden Finanzierungsfragen zu klären sein. Ich möchte aber an dieser Stelle auch vor allem jetzt als Gesundheitsdirektor einmal darauf hinweisen, dass während der Planung und Umsetzung von der, baulichen Erneuerung von dem Spitalbetrieb selbstverständlich der Betrieb muss in unverminderter Qualität weitergeführt werden, gewährleistet bleiben. Das hat zur Folge, dass die heutigen Gebäude weiterhin müssen unterhalten werden, soweit notwendig müssen unterhalten werden und auch dringliche Sanierungen natürlich gemacht werden müssen, dass aufgrund des schlechten Zustands von der Infrastruktur da keine weiteren Mängel entstehen, aber die Infrastruktur, die Sanierungsmassen können nicht aufgeschoben werden. Und das zeigt sich ganz exemplarisch jetzt an der Sanierungsbedürftigkeit von dem NUK-Trakt, so wie er Ihnen von der Frau Ziegler auch vorgestellt worden ist. Um den Handlungsspielraum für die erste Bauetappe vom SEP zu eröffnen, müssen aber auch Ausweichflächen geschaffen werden. Es wird dabei darauf geachtet werden, dass Synergien mit laufenden Sanierungsvorhaben eben genutzt werden können. Die Erstellung von dem Modulbau, so wie Sie ihn heute präsentiert bekommen, ist ein erstes, ein gutes, aus unserer Sicht, ein sehr gutes Beispiel auch dafür, wie die Sanierung kann stattfinden, die Erneuerung kann stattfinden und gleichzeitig Voraussetzungen geschaffen werden, auch für alle weiteren Schritte hier am Standort Zürich für die gesamte Erneuerung des USZ. Ich möchte zusammenfassen, dass der Standort Zürich grosses Potenzial für die universitäre Medizin hat. Mit dem Entscheid, das USZ hier jetzt am heutigen Standort weiterzuentwickeln, ist die entscheidende, kann ich sagen, Planungsgrundlage geleitet worden. Der heutige Zustand aber vom Universitätsspital lässt keinen weiteren Aufschub jetzt mehr zu. Die Gesamterneuerung muss jetzt, heute, angegangen werden und wird in den nächsten Jahren eine umfangreiche Bautätigkeit auslösen. Das ist es so. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit einer umsichtigen, mit einer auch da, Stichwort flexiblen Planung und Umsetzung von dieser Gesamterneuerung nicht nur die medizinische Versorgung von der Bevölkerung, sondern auch quasi der Wissens- und Forschungsstandort Zürich erhalten werden und ganz entscheidend können stärken. Mit dieser Aussicht, mit dem Ziel, möchte ich das Wort jetzt an den Baudirektor, an Markus Kegi weitergeben, der Ihnen die nächsten planungs- und baurechtlichen Schritte wird erläutern. Danke. Besten Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, nach den Ausführungen vom Kollegen Heiniger zur strategischen Entwicklungsplanung möchte ich jetzt über das übergeordnete Gebietsplanung für das Hochschulgebiet Zürich Zentrum zu reden kommen. Sie umfasst die folgende Agenda. Die Gebietsplanung greift sozusagen in Rayon von der strategischen Entwicklungsplanung, kurz SEP, darüber hinaus. Beispielsweise treffen die denkmalpflegerischen Abklärungen das Ganze, also sowohl den SEP-Bereich wie auch das übergeordnete Gesamtgebiet. Ich werde in der folgenden von Gebietsplanung und vom Masterplan reden. Es wäre, glaube ich, kurz jetzt eine Definitionsrunde angebracht. Unter Gebietsplanung verstehen wir einen Prozess. Ablaufen tut der Prozess in Workshops. Der Masterplan, der ist dann das Resultat von diesem Prozess. Unter dem Masterplan verstehen wir ein Programm für ein Gebiet, das Hochschulgebiet, wo von den zuständigen Behörden, also dem Regierungsrat, dem Stadtrat und der Leitung vom USZ, Uni und ETH beschlossen wird.
Es ist kein planungsrechtliches Instrument, sondern es ist eine Absichtserklärung. Erstellt wurde ist er in der letzten Fassung im Jahr 2005 und ist nicht mehr in allen Teilen aktuell. Bei dem ganzen Unternehmen geht es also um die Revision vom Masterplan 2005 und die Erstellung vom Masterplan 2012 im Rahmen von der Gebietsplanung. Mit der können wir unter anderem auch die Raumbedürfnisse von der ETH und dem nichtmedizinischen Teil von der Uni aktualisieren. Die haben sich seit 2005 nämlich auch verändert. Sie sehen auf dieser Folie, dass es dann im Folgenden auch um Teilrevision vom kantonalen Richtplan geht und schließlich um die Erstellung vom kantonalen Gestaltungsplan Universität Spital. Zuerst möchte ich über die denkmalpflegerischen Abklärungen reden. Wie gesagt, mit der Gebietsplanung erweitert man den Perimeter. Sie sehen hier das USZ-Gelände und drumherum die Uni und die ETH und rechts unten sogar die Erweiterung des Kunsthauses. Im Zentrum USZ-Areal liegt vorwiegend kantonale und regionale geschützte Objekte, der Park eingeschlossen. Im Umfeld von der Uni und von der ETH überwiegend die kommunal geschützten Objekte. Wir befinden uns auf einem Gebiet, wo das grösste städtebauliche Sorgfalt auch verlangt. Das USZ-Areal geniesst sowohl beim Kanton wie bei der Stadt oberste Priorität bei der Ausarbeitung der denkmalpflegerischen Gutachten. Wie hoch die Priorität ist, spiegelt sich auch in dem Zeitplan. Die Rede ist vom Gutachten und die werden von der Natur- und Heimatschutzkommission und der kantonalen Denkmalschutzkommission erstellt. Auf ihrer Grundlage kommt es dann zu einer Interessensabwägung. Bei dieser geht es um die Frage, ob das Gebäude zugunsten von Neubauten abgebrochen werden oder ob sie erhalten werden sollen. Um solche Entscheide zu begründen, brauchen wir die Gutachten, sozusagen als erstes Element der Güterabwägung. Im Fall vom Spitalpark lautet die Frage, ob wir ganz oder teilweise überbauen können oder ob er bleiben soll, wie er ist, oder ob wir ihn in einem anderen Bereich überbauen können. Auch da spielen denkmalpflegerische Überlegungen eine Rolle. Der Park hat vor allem eine sehr grosse Bedeutung für das Spital und seine Angestellten und Patienten, ferner für das Quartier und die Angehörigen der Uni. Erfasst ist der Park im Inventar der Gartendenkmalpflege und der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte. Als Freihaltezone ist er eigentlich einem Bauverbot unterstellt. Der Umgang mit ihm muss in den Workshops von der Gebietsplanung zur Aktualisierung des Masterplans 2005 diskutiert werden. Wenn im Rahmen der USZ-Gesamterneuerungen vollständige oder teilweise Schutzentlassung vom Park angestrebt werden soll, dann ist ein Richtplan nötig und anschliessend ein kantonaler Gestaltungsplan mit Baufeld und Erhaltungsfestlegungen. Grundlage dafür ist eine Interessensabwägung. So viel zum Thema denkmalpflegerische Abklärungen. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, der planungs- und baurechtlichen Verfahren. Die Revision des Masterplans ist das, was uns gegenwärtig beschäftigen tut. Gefolgt wird von der Teilrevision des kantonalen Richtplan und der Ausarbeitung des kantonalen Gestaltungsplans Universitätsspital. Sie sehen die Meilensteine hier nochmal im Überblick. Der Stand der denkmalpflegerischen Gutachten habe ich dargestellt. Die entsprechenden Entscheide von Regierung und Stadtrat werden in den Gestaltungsplan dann einfließen. Der Vollständigkeit halber wenn ich auch noch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Für ein Projekt von dieser Dimension ist es selbstverständlich zwingend. Im Folgenden möchte ich jetzt über die drei gelb markierten Felder reden. Sie sehen die Abfolge. Der Masterplan ist Grundlage für die Richtplanrevision. Und die wiederum ist Grundlage für den Gestaltungsplan. Zuerst also Revision Masterplan Hochschulgebiet. Im Jahr 2001 haben Vertreter von der ETH, der Uni, vom Universitätsspital, vom Amt für Städtebau von der Stadt Zürich und vom Kantonalen Hochbauamt die Entwicklungsplanung für das Hochschulgebiet Zentrum initiiert. Später haben sich auch Vertreter vom Kunsthaus und der Pädagogischen Hochschule an dieser Planung beteiligt. Wie gesagt, es ist um das ganze Hochschulgebiet gegangen.
Bezüglich dem Universitätsspital sind in dem Masterplan 2005 noch keine Aussage enthalten gewesen. Darum braucht es ja heute überhaupt die strategische Entwicklungsplanung, wie sie vom Gesundheitsdirektor Heiniger vorgestellt worden ist. Im Unterschied zum 2005 wissen wir heute, dass wir im Zentrum von Zürich bleiben und nicht auf der grünen Wiese ein neues Spital bauen wollen. Das Universitätsspital ist also ins Zentrum gerückt. Seine Erneuerungen hat die Aktualisierung des Masterplans nötig gemacht. Er hat zum Ziel einen Gesamtüberblick über die Raumbedürfnisse vom USZ, von der Uni und von der ETH zu gewinnen. Mit einer gemeinsamen Orientierung wird erreicht, dass schlussendlich alles zusammenpasst und es keinen Konflikt geben wird. Das dient auch der Planungssicherheit. Der Masterplan führt sehr viele Ebenen zusammen, auch wenn das Universitätsspital und seine Erneuerungen der Auslöser zur Revision waren, geht es nicht nur um das, sondern um viel weitere und übergeordnete Fragen. Dazu ein Beispiel. Drei wichtige Institutionen konzentrieren sich in diesem Gebiet. Spital, Uni und ETH. Die Beschäftigung mit diesem Gebiet ist folglich immer auch mit dieser Frage verknüpft. Wie können sich USZ, Uni und ETH entwickeln? Und wie kann sich der Wissensstandort Zürich entwickeln? Auch da geht es um die übergeordnete Frage. Die meisten Ebenen, die im Masterplan thematisiert werden, betreffen die Fragen vom Städtebau und vom Verkehr. Das zentrale Anliegen ist immer die Aufwertung vom Quartier für alle, für seine Bewohner, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patienten, Studenten und etc. von den drei Nutzern, von der Uni, von der ETH und vom USZ. Auch dazu ein Beispiel. Die Rämistrasse ist eine wichtige Verkehrsachse und soll das auch bleiben. Aber wir sollen die Chancen für gestalterische Verbesserungen auch nutzen. Vorgesehen steht gemäss regionalen Richtplan auch noch eine Veloroute. Das Ziel ist auch die Vernetzung und die Aufwertung für die Fußgänger. Die Rückgewinnung von Wohnraum ist eine weitere übergeordnete Frage. Die im Masterplan konsolidierten Projekte von der Uni, ETH und USZ sind auch mit diesem Anliegen verbunden. Zweckentfremdetes Wohnraum im Wohnschutzgürtel rund ums Gebiet, das vom Masterplan abgedeckt wird, wieder seiner ursprünglichen Nutzung zuzuführen. So breit wie die Fläche an übergeordneten Fragen, so breit ist auch die Abstützung im neuen Masterplan. Kernfragen, die gegenwärtig in diesen Workshops erörtert werden, richten sich auf die grossen Zusammenhänge. Städtebau und Freiraum, Verkehr und Energie, Denkmalpflege und Quartierentwicklung. Die Quartierbevölkerung wird sich auch noch dazu äußern können. Die Ergebnisse werden bis Ende Jahr konsolidiert und dann haben wir ihn, den Masterplan 2012. Er ist Grundlage für die Teilrevision des kantonalen Richtplans. Dem zweiten gelben Feld auf unserer Darstellung, kantonaler Richtplan. Der aktuelle Eintrag stammt aus dem Jahr 2007, basierend auf dem Masterplan 2005. Der neue Masterplan wird Grundlage für die Teilrevision sein. Der kantonale Richtplan ist das Steuerungsinstrument der Kantone, um die räumliche Entwicklung längerfristig zu lenken zu können. Unser Zürcher Richtplan durchläuft derzeit seine periodische Gesamtüberprüfung und gerade gestern hat der Regierungsrat beschlossen, die Vorlage am Kantonsrat zu überweisen. Für das Kapitel Hochschulgebiet Zürich Zentrum wird aber voraussichtlich bis Ende 2012 ein separates Richtplanverfahren gestartet. Das Kapitel wird folglich als separates Geschäft behandelt werden. Sie sehen, der Zeitplan umfasst die nächsten zwei Jahre. Damit werden wir beim dritten und letzten gelben Feld einen kantonalen Gestaltungsplan für das Unispital. Solche Gestaltungspläne sind Projekte mit grossem städtebaulichem Potenzial und hohem Koordinationsbedarf ein gängiges Planungsinstrument. Beispielsweise sind das auch das POZ oder das Landesmuseum, wo es deutliche Parallelen zum Hochschulgebiet gibt, so behandelt. Dann die Grundlage des Gestaltungsplans ist der Eintrag im kantonalen Richtplan. Der Zeitpunkt der Festsetzung durch die Baudirektion
wie wir auch auf den Verlauf des SEP-Projektierung dort auch noch abstimmen. Gegen den kantonalen Gestaltungsplan können anschliessend Rechtsmittel ergriffen werden und die führen möglicherweise zu jahrelangen Verzögerungen. Sind die Hürden aber genommen, verfügen wir über die baurechtliche Grundlage für die Baubewilligung des Spitals. Damit wäre ich am Schluss. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf einem langen und anspruchsvollen Weg. Die Medienorientierung hat den Modulbau zum Thema gehabt. Und uns ist es aber wichtig, dass das Projekt in seinem weiteren Kontext auch einzubetten war. Denn der Modulbau, der ist nur ein erster Schritt in einem langen Prozess, der uns über Jahre, ja Jahrzehnte, der Henniger hat es gesagt, beschäftigt wird. Der Prozess wird uns nicht nur eine Gesamterneuerung vom Unispital liefern, sondern auch eine städtebauliche Aufwertung und nicht zuletzt eine gesteigerte Lebensqualität im Hochschulgebiet und in seinem Umfeld. Jetzt, wenn Sie noch Fragen haben an uns, dann sind wir sehr gerne bereit, wenn wir das können, die auch zu beantworten. Von der SDA. Ich habe noch eine Frage zum Look 1 bis 3. Wie viele Leute sind da betroffen? Patienten, Angestellte? Ja, wir haben verschiedene Nutzungen dort drin. Wir haben eine Station mit Palliativcare mit etwa 12 Betten. Dann haben wir eine Radioonkologie drin mit etwa 8 Betten noch. Wir haben die ganze Nuklearmedizin, das ist ein ambulanter Teil dabei, also schwere Geräte vor allem. Dann haben wir die chirurgische Poliklinik, die ein ambulanter Betrieb ist, aber sehr intensiv genutzter Betrieb. Also es ist eine bunte Zusammensetzung. Und ob wie viele Angestellte das denn jeweils dort drin sind, ist jetzt schwierig zu ermitteln. Es ist ein Kommen und Gehen und ein auch noch... natürlich je nach Intensität von der Behandlung. Gibt es weitere Fragen? Ihnen? Ja. Ist denn das Gebäude NUK 1 bis 3 ist nicht denkmalgeschützt? Doch, es hat einen Schutz drauf. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es einfach nicht mehr geht, oder? Es geht einfach nicht mehr. Und können Sie es einfach abbrechen hier? Ja, sonst können wir nur noch ein Museum machen. Also es gibt gar keine andere Variante. Wir können es nicht mehr betreiben, für medizinische Zwecke nicht mehr brauchbar, oder? Aber Sie brauchen nicht eine Entlassung aus dem Inventar? Da kann der Herr Kegel etwas sagen. Natürlich braucht es eine Entlassung aus dem Schutz. Zu den verschiedenen Schutzstufen. Also auf dem Berner Grafik, den Sie verteilt haben, sieht man unter Schutz. Das ist nur ein Kunsthaus und also praktisch nichts. Und das andere ist einfach im Inventar. Wenn Sie das noch ein bisschen erläutern, was das heisst für quasi Entlassung aus dem. Ich bin natürlich sehr hochgeschützte Bauten, die sie gar nicht. Wir können machen und da gibt es verschiedene Stufen und je nachdem ist es leichter, den Schutz aufzuheben und dann das auch zum Beispiel abreißen. Also ich denke, das Beispiel ist das POZ. Dort war auch Schutz drauf gewesen, und dann hat man das müssen erkämpfen, dass sie aus dem Schutz entlassen wird und letztendlich ist es dann eine Güterabwägung, was bauen wird. Also man kann nicht einfach etwas zum Schutz auslassen und dann sagen, jetzt müssen wir mal schauen, was wir bauen, sondern man muss genau können aufweisen, was wird anstelle von dem Objekt wird gebraucht. Und dann ist dann eine Güterabwägung, ob man den Schutz entladen kann oder nicht. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Sie haben zum Schluss gesagt, es werden wohnlicher und besser auch für die Bevölkerung in diesem Quartier. Das war ja mal ursprünglich das Ziel, dass man wieder mehr Wohnraum hat. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Also, weil das Unispital braucht ja nicht weniger Raum, es braucht ja mehr Raum und all die anderen Institutionen eigentlich auch. Also, Sie müssen eben nicht nur, also die Aussage ist nicht nur auf Spital bezogen gewesen, sondern auf das ganze Gebiet. Und es sind sehr viele Institute ausgelagerte Villen.
da rundum. Und das Ziel, schon im 2005 mit dem Richtplan 2000, mit dem Plan 2007, hat man gesagt, man will die Lehre zum dort wieder Wohnraum schaffen. Also wieder der ursprünglichen Nutzung zuführen. Das schon gleich machen. Nein, es ist ja noch nicht, es ist ein Status quo. Das ist das Ziel. Dass man die wieder zusammenfassen tut. In der Universität, viele sind ja durch die Universität sind die beleidigt. Die ZEP-Planung enthält ja eben nicht nur den klinischen Teil, sondern auch die angegliederten Institute von der Universität. Und die sollen da ebenfalls zusammengefasst werden. Die Flächenplanung schliesst auch die angegliederten Einrichtungen der Universität, die in der Kirchengeschichte weitgehend ausgelagert sind heute und das Quartier eine Art durchsetzen mit ein. Zum Nachfragen, das Unispital selber besetzt jetzt nicht irgendwelche Wohnungen. Also mit dem Unispital hätte jetzt eigentlich die Wohnung. Nicht, aber die bestehen natürlich noch aus Kinderhort und anderen, ja, auch, oder? Und die sind durchaus in anderen Liegenschaften. Wir haben noch so Nebenbetriebe, sogenannte Nebenbetriebe, die ganz verstreut auch da oben sind. Also wir haben zum Beispiel das Finanz- und Recht, die ganze Direktion Finanz ist an der Schönleinstrasse unten. Dann haben wir zwei Kitas, dann haben wir Personalhäuser, auch da verstreut in der Gegend umeinander, wo natürlich ja, in Wohnhäuser in dem Sinn sind. Zur Unispitalität. Das Unispital hat ja mal ausgerechnet, dass sie, weiss ich nicht mehr, wie viel mehr Raum brauchen. Und wenn sie dann den Raum schaffen, wenn sie dann in die Höhe gehen oder eben in den Boden nehmen? Nein, weder noch. Die Arbeitsplätze unter dem Boden sind bekanntlich keine beliebten und auch nicht gute Arbeitsplätze. Und die Höhe hat eine Grenze für den Spitalbetrieb, also der Hochbau, der ganze Umbau ist nicht zwingend eine gute Form für den Spitalbetrieb. Aber man kann natürlich, wenn Sie schauen, wie wir heute zersplittert sind auf dem Gelände und wie alles so verschachtelt ist, da können Sie natürlich wesentliche räumliche Gewinne erzielen auf dem bestehenden Areal, wenn Sie da einigermaßen geschickt machen. Das ist schon möglich. Was ist mit dem Park? Beantragen Sie den zum Teil aus dem Schutz? Also ich bin, nein, eigentlich im Moment haben wir unsere Überlegungen so angestellt, dass der Park langfristig wirklich als Park erhalten bleibt. Jetzt mit dem NUK, wo wir vor dieser dringlichen Situation sind, brauchen wir eine Rostschadenfläche, anders geht es nicht, sowohl jetzt wie auch für den Sepp. Oder? Es ist eine doppelte Motivation für den und die Begründung für den Bau. Aber eigentlich ist langfristig geplant, dass er erhalten bleibt. Mal in unseren Überlegungen, was denn die städtebaulichen Abklärungen ergibt und oder ihre Master, wie viele Planungen. Vielleicht das, also wir wollen den erhalten. Aber eben wie Frau Ziegler gesagt hat, es braucht jetzt den NUK, um die Rostschadenfläche bereitzustellen. Danach wird das ganze Universitätsspital wird umgebaut in diesen 20 Jahren, die wir gesagt haben. Und für das brauchen wir den NUK auch noch zusätzlich als Rostschadenfläche für den Spitalbetrieb. Der ist im Betrieb. Also das ist nicht irgendwie, dass wir dann da könnten das Gebäude abreißen und mit diesen Leuten und mit diesen Patienten müssen wir noch einmal hingehen. Und darum ist es ein Modulbau. Der Modulbau hat den Vorteil, dass er wieder kann den entsprechenden medizinischen Anforderungen inwendig angepasst werden. Darum heisst es eben Modulbau. Es ist nicht ein Bau, wo man jetzt sagt, für irgendein ganz spezielles Krankheitsbild, das man baut, sondern dann kann man eben wechseln. Perspektive, übermorgen etwas Schönes zu haben, heisst, heute und morgen müssen wir jetzt halt ein bisschen unten durch, oder? Jetzt wird auch heute und morgen wieder der Park jetzt mal tangiert. Also eben, habe ich das richtig verstanden? In diesem Modulbau kommen immer wieder die Abteilungen, die gerade irgendwie umgebaut oder abgerissen und aufgebaut wird. Also zuerst eben da die Abteilungen vom NUK 1 bis 3 und später, ich weiß nicht, vielleicht können Sie schon sagen, was die nächsten wären, wenn dann das neue Gebäude da ist. Polyvalente Rochadefläche. Ja. Also in dem Sinne können wir langfristig gar nicht sagen. Aktuell, wenn wir
die erste Nutzung, die wir drin werden haben, sind 3 Intensivstationen, die Stammzelltransplantation und die chirurgische Poliklinik. Und das aus dem Grund, weil das sind alles kritische Betriebsstellen. Und wir wollen nachher nicht vor einer Situation stehen, wenn wir dann anfangen zu bauen, wirklich für den SEP, oder? Dass wir zwar sagen, ja, Intensivstationen, woher mit? Wir haben ja gar keine Installation dafür. Da brauchen sie hochtechnische Installationen. Und die Betriebsteile, die sind für unseren Leistungsauftrag, derart wichtig, dass wir es nicht wagen können, da ein Risiko einzugehen. Wir werden also jetzt nicht sagen, Palliativcare geht im Nuk raus und geht ins Modulbau, sondern wir werden jetzt intern so rochieren mit dem Modulbau und die Intensivstationen dort zusammenführen, übrigens auch eine betriebliche Optimierung noch, dass wir 3 Stationen zusammenführen, wo wir sie verstreut haben auf dem Gelände und dann mit internen Rochschaden alte Teile, die vielleicht nicht mehr so gut sind für einen Intensivstationsbetrieb, dort mit niedrig installierten Betriebsteilen können zu betreiben. Also das ist noch, da dahinter steht intern noch mal ein paar Herausforderungen und Rostschäden. Aber jetzt müssen wir diese kritischen Betriebsteile für uns müssen wir absichern über die nächsten Jahre, was da auch immer dann in welcher Reihenfolge gebaut wird. Oder? Vielleicht gerade noch eine Verständnisfrage, wo kommt denn jetzt die Palliativpflege an und auch die nuklearen Geräte? Also die Palliativcare, die kommt jetzt schon, wir wollen ja die jetzt im Mai verlegen, die kommen in Ost 4. Dort gibt es eine Verdichtung, müssen ein paar Sachen noch zusammengelegt werden. Und die Nuklearmedizin, die Geräte, die werden erst in einer zweiten Etappe verlegt, wenn wir eben die Intensivstationen draussen haben, überall. Und dann wird es konzentriert an einem anderen Ort. Und dann erst kann man Hand anlegen am Nukreiser bis 3. Die Nuklearmedizin ist aber in dem Sinn weniger kritisch, weil dort haben wir alles mobile Patienten und die ist eine ambulante Nutzung, oder? Gibt es noch weitere Fragen aus Ihrem Kreis, meine Damen und Herren? Sie wechseln sich noch mal ein Verständnis. Also eben der Modulbau, der soll dann irgendwann einmal in 22 Jahren wieder weg, oder? Das ist der Plan. Das will ich versuchen zu zeigen, oder? Wenn wir bessere Perspektiven für übermorgen haben, müssen wir jetzt die Belastung und Beanspruchung vom Parking kaufen. Die Idee ist aber, und das hat Frau Zierli in ihrem einleitenden Votum schon gesagt, dass das nicht ist nicht Teil von der definitiven SEP, von der definitiven SEP-Gebäulichkeit von der Erneuerung, sondern soll insbesondere während der ganzen Bauzeit jetzt einfach Rostschaden Gelegenheit bieten. Aber der Park, das hat der Herr Kai gesagt, soll dann eben mal wieder freigegeben werden. Also grosser Ordnung sollte 20 Jahre. Wir gehen ja davon aus, die SEP-Planung ist ausgerichtet jetzt auf Grössenordnung 20 Jahre, oder? Ja, in dieser Zeit wird man nicht drum herumkommen, damit man immer mal wieder kann, den Teil, der jetzt in der Phase 1, 2, 3, 4 gemacht wird, jeweils an einem anderen Ort abdecken. Der Betrieb muss aufrechterhalten werden. Das ist eine Art Forderung aus der Gesundheitsdirektion für die Versorgung. Der Betrieb muss aufrechterhalten bleiben und das setzt das Auslagern in einen Rochade-Teil rein. Und darum ist auch der heutige Modulbau jetzt halt quasi wie der Startschuss, dass man sich Freiraum schafft, auch für die künftige Gesamterneuerung vom Universitätsspital. Frau Andreck? Eine Frage zum Kantonsrat, wenn der mal etwas sagen kann. Also ist das das erste Mal vorgesehen bei der Richtplanänderung? Oder kann er auch zu gewissen Bauten dann etwas sagen? Oder ist dann alles, geht alles unter gebundene Ausgaben? Weil sie ja nur Sachen ersetzen. Das ist ja also vom baulichen Teil natürlich mit dem Richtplan, was es dann gibt. Und vom finanziellen Teil her, da wäre ja auch ein neuer Raum wird geschaffen. Und dort denke ich, dass der Kantonsrat sehr wohl kann Ja sagen. Das wird sich dann zeigen. Ja, da muss dann abgeschätzt werden, was... Aber erstmals wird es mit dem Richtplan befassen. Ja. Wenn der Modulbau im Park ist, ist er nicht sehr hoch
Also Rekurs gefördert, weil alle, die nicht wollen, werden, wie ich auch jetzt müssen, eingreifen. Und dann ist der Zeitplan doch sehr, also wenn ich an Heimatschutz denke, sehr ehrgeizig. Ja. Das ist richtig, aber jetzt, darum haben wir ja auch das Gespräch mit Ihnen da, dass Sie das begreifen tun. Vom Nein, wir wollen ja das transportieren, das ist ja ein Message, die wir da rausgeben wollen. Dass der Modulbau, die Rostschadenfläche, sonst geht das nicht. Frau Ziegler hat Ihnen das gesagt. Wir können nicht das irgendwo noch jemand auf Niederglatt stellen. Das geht von den betrieblichen Abläufen geht das nicht. Darum brauchen wir dringend den Bau, den Nuklearteil. Wenn das Ganze immer eine Interessenabwägung ist, abwägen von verschiedenen öffentlichen Interessen, ist jetzt das öffentliche Interesse, den Park in Anspruch zu nehmen, wegen dieser zeitlichen und örtlichen Dringlichkeit und Notwendigkeit, sehr, sehr gross. Und darum sagen wir, ist vielleicht der Zeitpunkt eben gerade richtig, jetzt das in den Zusammenhang zu stellen und jetzt den Park in Anspruch zu nehmen. Ich meine nur, dass die Verfahren sehr lang. Stimmt. Ja. Aber eben, es ist die Interessenabwägung und jetzt mit dem Auslöser NUK ist das öffentliche Interesse am Ersatz vorübergehenden eigentlich fast ein Zwingendes. Und von dort her vielleicht auch eine günstige Situation. Hat es ja schon so einen Modulbau im Park? Können Sie mal sagen, wie lange der dort schon ist und wie lange noch wird dort stehen? Es kommt darauf an, wie die Bauetappen da oben werden stattfinden. Und wann man zuerst anlangt, etc. Ganz präzise kann ich es Ihnen jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, wenn spätestens wenn eine erste Bauetappe vom Neubau steht, wird man können daran denken, dort wieder Rückbau zu machen. Also ist schon 2 Jahre dort, oder? Wie lange ist der schon? Wie lange steht der schon im Park? Ja, bin ich noch nicht dran. Es war vor unserer Zeit. Nein, ich weiss es nicht so genau, oder? Wie viel? 4 Jahre. 5 Jahre. Nein, mehr. 10? 9. Gut, wer bündelt mehr? 9 Jahre. Und das ist auch natürlich das Gespräch zu in dem Zusammenhang jeweils mit der Stadt Zürich, oder? Wie die Baubewilligung ist, wenn ich das richtig befristet war, auch, oder? Von dort her muss auch da die Notwendigkeit vom öffentlichen Interesse, den vorübergehend jetzt noch stehen zu lassen, immer wieder dargetan werden. Aber die Stadt Zürich, die hinter dem Standort gesamte Neuerung Rämistrasse steht, hat auch da natürlich grösseres Verständnis für die Notwendigkeit, als wenn wir das an einem anderen Ort machen würden. Aber der Modulbau ist nicht etwa 20 Jahre. Das ist ja, aber man tut ja wirklich sehr kostbare Sachen. Ja, wir gehen davon aus, dass der wirklich eine vorübergehende Lösung ist, aber nicht für 2-3 Jahre, sondern jetzt für die gesamte Erneuerung, die eine ganz wesentliche Rochadefläche da ist. Und darum gehen wir mal von diesen 20 Jahren jetzt aus. Haben Sie Alternativen geprüft zu diesem Modell eben mit Modulbau? Hat es da irgendwie noch andere Lösungen gegeben? Und dann haben Sie gesagt, das ist die, die wir wollen. Es geht jetzt um die zwingende Situation, oder, die da angefragt wird? Ja, wir haben mehrere Alternativen geprüft. Wir sind ja schon lange, bevor wir überhaupt SEPA angefangen haben, haben wir ja die Raumverhältnisse gesehen. Und wir wissen auch, dass wir dort und da müssen Hand anlegen und bauen im Betrieb ist schwierig und dann braucht man einfach Rohschadenflächen. Und wir haben x Varianten geprüft auf dem Areal, was man könnte machen. Es ist überall nur sehr punktuell etwas machbar, in einem kleineren Ausmaß. Da bringen Sie solche Betriebsteile, die mühend und zwingend zusammengehören, nicht in irgendeinen Annexbauten, wo vielleicht eine Bettenstation kann beinhalten, aber nicht mehr, bringen Sie niemand mehr unten auf dem Areal. Eine sinnvolle Anbindung am Betrieb muss gewährleistet sein und wir müssen eben sicher sein, dass wenn wir jetzt im grösseren Stil da oben bauen, es nehmen steht, wo wir eben gerade nicht bauen wollen. Und das ist eigentlich der Park, den wollen wir frei halten. Also Sie können auch sagen, dass wir jetzt dort den Modulbau reinstellen, das ist das beste Zeichen dafür, dass es uns ernst ist, dass wir den Park nicht bebauen wollen. Wäre eigentlich die Schlussfolgerung. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben wirklich viele Varianten geprüft, wir haben gelernt,
es lässt sich nichts ausmachen, wo man ein Gebäude herstellen könnte. Die Bauperimeter sind alle besetzt. Sie kennen das Spiel, oder, wo man da, ich glaube, 15 Zahlen in einem Quadrat hin und her schiebt. Oder? Und Sie können das nur in die richtige Reihenfolge und Anordnung bringen, wenn Sie immer auch wieder die Freifläche mal in Anspruch nehmen. Damit scheint mit dem einfachen Spiel scheint die Situation geklärt zu sein. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und vor allem insbesondere für die hervorragende Berichterstattung zu dem Vorhaben, wo eine unmittelbare Situation löst, aber wo für das Gesamtprojekt ganz ein wesentlicher Teil, wir haben es gesagt, heute eigentlich den Startschuss auch darstellt. Besten Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Merci vielmals.